Steak zubereiten ist was für echte Kerle. Da braucht man das richtige Werkzeug. Hi, nice to meet you, Johannes. Nice to meet you. You're Johnny. Johnny Brime, yeah. The number one expert of steaks in New York. Yes, that's me. Johnny, du bist die Nummer eins, wenn es um Steaks geht in New York. Also, was machen wir heute? We'll get some meat, we'll go shopping, and then I'll show you some ways that we can cook a steak without a grill, without an oven. Ohne Grill, ohne Ofen. Das funktioniert oder was? Totally experimental, fun ways to cook. Okay, what do we need? Well, let's go get some meat. Okay, great. Nehmen wir 8 mit, nehmen wir noch 2 mit. That's it? Sehr. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also die Aussicht ist ja schon mal perfekt hier, oder? The view is awesome. Beautiful. So, wir haben jede Menge Zeug eingekauft. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. So, what do you want to try first? You want to try something like a solar dish, a solar panel? Ich meine, klar, es ist strahlender Sonnenschein in New York, aber ich finde es nicht besonders warm. Hat wahrscheinlich irgendwie 17 Grad und es ist wahnsinnig windig. But let's start. Okay, let's use the sun. You are my sunshine, my sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Woran erkennt man den Nummer 1 Steak-Experten aus New York, dass sogar sein Schlüssel so scharf ist, dass er hier Pakete aufschneiden kann? Sogar ein Sicherheitshinweis. Bitte auf gar keinen Fall direkt in der Sonne lassen. Und genau das machen wir jetzt. It takes, it gathers the light from the sun and concentrates it into a beam. Test subject number one. Wir haben alles, was man braucht. Wir haben die Sonne über New York, wir haben ein Steak und wir haben unsere Sonnenlinse. Do you think it's getting warm enough? Let's try it out. Dann legen wir mal los. All right, now we cook it. Let's try to get that bright spot directly on it. Wir müssen Geduld beweisen. Ah, es wird schon warm, aber es wird nicht heiß so richtig. Sound. Yeah, the good sound. Ah, oh, yeah. Ich glaube, jede Hausfrau zerbricht gerade das Herz. Smells really good. Was, wirklich? Der funktioniert. Also was wir jetzt machen, wir benutzen natürlich nicht nur das Bügeleisen an sich, sondern auch den Wasserdampf. Ich glaube, wir hätten das Bügeleisen einölen sollen. Ich hole das Öl, let me get some oil. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass zwei Männer Spaß mit dem Bügeleisen haben. Here we go. Let's go. Yeah. Watch this.
Weil das Bügeleisen glatt ist unten, wird natürlich auch das Steak gleichmäßig gegrillt. Es hat funktioniert. Gibt's doch gar nicht. Bügeleisen maximal im Arsch, kann man wegschmeißen. Aber hey, das Steak ist fertig. First bite goes to you. Es ist tatsächlich in der Mitte sogar noch ein bisschen rosa. Prost. Prost. Mm. It's not bad. Not bad. Not bad. Oh, schön ist, auf so einer Geburtstagsparty. Oh. Da kann man dann schön seinen Gästen das Fleisch so servieren. Jemand Lust auf ein bisschen Steak? Ja, komm. Ja, ich kriege ja langsam Hunger. Komm, probier mal. Und? Schmeckt total gut. Es ist vor allem noch rosa in der Mitte. Nimm das mal, das Stück. Ja, aber es ist auch zart. Was ist bei dir los? Ja, es dauert. Ja, dauert noch. Du, wir machen einfach weiter. Was ist das für ein Teil? Wie funktioniert das? How does it work? So it's propane gas and then this is the torch trigger. And then up here, this spreads the flame out so you get a more even cook instead of a laser beam blue flame. Ja, das müsste eigentlich funktionieren bei einem Steak. Halt, stopp, 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 stopp! Sicherheit first. Kleinen Moment. Kleinen Moment. You're right. Nein, natürlich für mich. Nee, it's for me. I'm ready. Let's go. Smells good. Das sieht doch schon besser aus jetzt. Das Teil scheint ganz schön Power zu haben. Die Oberfläche, die wird wirklich jetzt schon braun. Das könnte funktionieren. Das könnte tatsächlich funktionieren. Es riecht wie auf dem Grill. How do you like your steak? It's medium. Is it a good choice? Yeah. Was denkst du über Leute, die ihr Steak well done haben wollen? Send them somewhere else. Eat chicken. Guck mal hier, kurzer Zwischenstand. Die Seite hier sieht doch schon aus wie auf dem Grill. Muss ich sehr nah ran? Very close. You're good at this. Ich habe einfach Hunger. Oh, you can hear it sizzle. I can see the texture of the meat is starting to change color. That means it's cooking, slow. It might be coming out like a roast instead of like a grill. It's cooking. Yeah, very hot. Tasty too. Is this fertig? Yeah, it looks like it might be time to flip it over. Okay, let's do it. How are we doing over here? Ich glaube, wir nähern uns dem Ziel. You know what? I think that looks like it's done. It's done? I think so. Ich bin echt gespannt, ob das... Well, medium. Es ist fast zu durch, das gibt's ja gar nicht. That one looks good. Let's try it, let's try it. That's actually working. Also das Teil funktioniert tatsächlich. Und vor allem kann man dann sagen, wenn man Gäste eingeladen hat, jedes Steak ist wirklich handgegrillt. Läuft doch alles, schnurrt doch wie ein Kätzchen. It's working. We're gonna cook a steak on the engine. Yeah. Weezy, yeah. Back home smoking legal. I got
Und wo packen wir das jetzt genau drauf? Right on that silver area underneath the black tubing. So? Like this? Yes. Und wie lange warten wir jetzt? How long do we have to wait? Maybe 5 minutes. We close it? Sure. Das ist kein Barbecue, das ist ein Carbecue. Mal gucken, was da rauskommt. You know what? It's starting to get late. Why don't we speed this up by hitting the gas a little bit? Okay, good point. Schön draufdrücken, wir geben Feuer. Okay, the moment of truth. Das Gas geben hat sich aber gelohnt. Richtig heiß, die Kiste. Is it hot? It's warm. Oh, die Folie ist nur warm. No. Oh no. It's raw. Wir sind jetzt durch halb New York gecruised, also wenn es jetzt nicht durch ist, weiß ich auch nicht. Oh. Oh yeah, it's hot now. Vorsicht, Vorsicht, buddy. Pretty hot, pretty hot. Oh. Yeah, that's looking good. That's definitely cooked now. Wait. Ah, ist das durch oder nicht? Bin jetzt gespannt, was da rausgekommen ist. Es ist einmal schön durchgekocht. Do you want to try it? Sure thing. It's roasty. Roasty. It's roasty? Let me try it. Na? It's like a roast. It's like a roast. Also, auch das Autoexperiment hat funktioniert. So for this next experiment, we need two things. And we're going to be going to a hair salon to get them. Okay, I'm curious. Was auch immer wir damit anstellen. Bügeleisen hat funktioniert. Wir setzen noch einen oben drauf mit dem Kletteisen. Ist es heiß? It looks like it's ready. Look at that. Ah, es geht auch sofort los. Es bekommt sogar jetzt diesen Grill-Look. Ich glaube, ich würde den Unterschied gar nicht erkennen, ob es ein Glätteisen ist oder ein wirklicher elektrischer Grill. Ja, ja, können wir machen. Ich glaube, es ist noch zu blutig. Hier vorne, schön medium. Gut, hier ist ein bisschen blutig. I think we can eat this one. Yeah. Enjoy. Mein erstes Glätteisensteak. That's a good one. Ist auf jeden Fall lecker. Dafür, I like that one. Dafür gibt's Applaus. Alles gut? It's hot enough? Yeah. Soll ich sehr nah ran oder ich muss ja ran was? I would say get close but don't touch it. Es ist wahnsinnig windig hier auf dem Dach. Das ist natürlich für den Föhn jetzt ein Nachteil. Passiert irgendwas?
was? Is anything happening? The fat on the edge is starting to get a little glisteny, so that means it's melting, starting to render. Oh yeah, aber very slow. Sehr, 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 sehr langsam. Bei dem Föhn stehe ich in der Woche noch hier und föhne das Steak. Und was hast du heute gemacht? Ach, ich habe ein Steak geföhnt. I'm convinced if we give it some more time, it might cook through. Let's go hang out over there. Lassen wir das Steak mal Steak sein. Funktioniert das? Also in der Mitte wird es richtig heiß und ach, tatsächlich. Ja, wirklich jetzt. Fast schon ein bisschen angegrillt. Ein bisschen tatsächlich. Na gut. Du musst das Fleisch halt hin und her bewegen, damit es ja überall ist. Du, ich komme in der Woche wieder, ja? Ich komme in der Woche wieder, dann ist es durch. Ich habe nichts zu tun, weißt du. So, eine halbe Stunde später. 30 minutes later. It's actually looking pretty good. It looks like it's done. So, was sagt der Geschmack? Es ist tatsächlich medium geworden. Es hat funktioniert mit dem Föhn. Was aber auffällt, es hat halt überhaupt keine Röstaromen, weil es halt gar nicht gegrillt ist. Ich finde, die fehlen ein bisschen. Wir wollen mal noch nichts verraten. Wir gucken es uns genau an. What do you think about it? The middle looks like it could be done. Let's try out. Look at that. It's medium rare. It's medium well. Wollt ihr mich verarschen? Das hat wirklich funktioniert? It's well done. Who would have thought? The power of the sun. Wow, das schmeckt gar nicht schlecht. Tastes like a roast. Yeah, it's a little bit different. Yeah, I kind of like it. I think I like this the best so far. Ich habe wirklich gedacht, für das Experiment brauchen wir Copacabana über 40 Grad. Nee, geht auch in New York. Unfassbar. It's working. It worked. Delicious. Turned out to be a really innovative way to cook. We didn't use any electricity. We didn't use any oil. It's healthy. It's just salt and pepper. And slow cook, nice even cook all the way through. It feels light when you eat it. I think it's something to look forward to in the future. Das stimmt natürlich, kann man nicht widersprechen. Also ökologischer geht's auf gar keinen Fall. Johnny, thank you very much. Ich habe so viel mehr über Steaks gelernt, als ich gedacht habe. Had a great time. Thank you. Thanks. Also, ich gehe auf jeden Fall ein paar Bügeleisen kaufen, einfach für den nächsten Grillabend.